In dieser Videoreihe versuche ich 100 Tage in Minecraft Hardcore auf einer einsamen Insel zu überleben. Um mich herum gibt es nichts außer Wasser. Im ersten Video habe ich es schon geschafft, die ersten 50 Tage effektiv zu nutzen und die Insel in ein richtig schönes Zuhause zu transformieren. Im zweiten Teil habe ich meine Eisenrüstung gegen eine OP-Diamantrüstung ausgetauscht. Und in diesem heutigen Teil ist das große Finale und wir versuchen, den Enderdrachen zu besiegen. Und ein kleines Upgrade für unsere Rüstung gibt es auch noch. Abonniert gerne meinen Kanal, falls ihr kein Video mehr verpassen wollt. Kennt ihr das, wenn ihr Minecraft spielt, eure Welt verbessert und alles schöner macht und es aber trotzdem Bereiche gibt, für die ihr euch total schämt, weil sie einfach super unschön sind? So geht's mir mit meiner Lagerhalle, denn seit Beginn nutze ich meine alte Basis als Lagerhaus und es ist mir richtig unangenehm. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, eine Lagerhalle zu bauen, um die alte Basis endgültig aufgeben zu können. Das Lagerhaus habe ich zwischen der Zuckerrohrfarm und dem Full Enchanter platziert, da hier noch eine relativ große Lücke war. Ich habe mich hier eher für ein einfacheres Design entschieden, allerdings sollte das Dach und die Materialien ähnlich zu den restlichen Gebäuden auf der Insel sein. Das Innere habe ich dann einfach noch voll mit Kisten gemacht und dann musste ich eigentlich nur noch meine alten Materialien umziehen. Und dann war das neue Lagerhaus fertig. Doch, ich glaube, das gefällt mir. Es ist jetzt kein absolutes Meisterwerk, aber es erfüllt seinen Zweck und für die Materialien, die ich zur Verfügung habe, finde ich es eigentlich echt nicht schlecht. Schau mal kurz ins Innere. Ja, damit kann ich leben. Wir haben jetzt auf jeden Fall genügend Stauraum und wir müssen nicht mehr in unsere alte Basis. Nice. Es war jetzt endlich Zeit für das nächste große Ziel und hier wollte ich jetzt den Enderdrachen besiegen. Allerdings fehlte es mir hierzu quasi noch an allem. Ich hatte bisher noch keine Netherfestung gefunden und dementsprechend hatte ich keine einzige Blaze Rod. Und auch mein Vorrat an Enderperlen war etwas, naja, wenig. Allerdings möchte ich mir davor noch einen Bogen verzaubern auf Level 30 und dazu fehlen mir 1,5 Level, also gehe ich mal Quarz farmen. Ich bin Level 30, zurück zur Insel. Ich wollte unbedingt einen richtig starken Bogen verzaubern, vor allem wegen dem Kampf im End. Aber auch im Nether ist so ein Bogen richtig nützlich. Auf zum Full Enchanter, nicht ins Wasser fallen. Nice. Power 4, ich mach's jetzt einfach. Power 4, Unbreaking 3, starker Bogen. Ich brauche aber irgendwie Infinity. Schade. Durch meine Monsterfarm hatte ich zwar immer wieder Nachschub an Pfeilen, allerdings ist es immer recht zeitaufwendig, dort Pfeile zu farmen. Und deswegen hatte ich die Infinity-Verzauberung noch nicht aufgegeben. Da meine Level aber mittlerweile wieder zu niedrig waren, um auf höchster Stufe verzaubern zu können, ging es für mich erstmal wieder in den Nether, um Quarz zu farmen. Und da die Quarzfarmerei manchmal etwas langweilig wurde, habe ich mit meinen Freunden Tennis gespielt. Endlich. Und als ich wieder Level 30 war und eigentlich den Weg nach Hause gesucht habe, wurde das Ganze nochmal von etwas getoppt. Oh, ich dachte, da war was. Moment. Nee, doch nicht. Da! Nice. Und obwohl ich nicht danach gesucht habe, hatte ich endlich eine Festung gefunden. Ich habe mich riesig gefreut und musste aber erstmal feststellen, dass ich definitiv nicht alleine war. Ich habe dann angefangen, die Festung etwas zu erkunden und dabei konnte ich meine erste Blaze Rod farmen. Was ich zu dem Zeitpunkt gar nicht bemerkt hatte, war, dass ein Wither-Skelett auch noch einen Kopf gedroppt hat. Nice. Weil das Ganze dann aber zu heiß wurde, ja, also sogar wortwörtlich, bin ich erstmal wieder zurück zur Insel, um mein Glück mit der Infinity-Verzauberung zu versuchen. Wir haben einen Wither-Skelett-Kopf und eine Blaze Rod. Heißt, es läuft jetzt nicht ganz schlecht, aber vor allem haben wir 31 Level. Ab zum Full Enchanter. Beim ersten Versuch war leider kein Infinity-Zauber dabei, also habe ich mich dazu entschieden, die Auswahl durch eine Level 1-Verzauberung zurückzusetzen. Und siehe da, Infinity. Jawohl. Punch 2 und Infinity. Richtig gut, das haben wir gebraucht. Nice. Jetzt musste ich also nur noch die beiden Bögen miteinander kombinieren, um einen richtig guten OP-Bogen zu erhalten. Es gab da aber ein kleines Problem. Um die Bögen miteinander kombinieren zu können, habe ich einen Amboss benötigt. Also bin ich an meine Kiste mit meinen wertvollen Sachen gegangen und musste feststellen, dass ich genau 0 Eisen hatte. Naja, genau genommen hat es nicht gestimmt. Ich hatte einen Eisennugget. Wow. Das war leider viel zu wenig und deswegen musste ich erstmal in die Höhle Eisen farmen. Das Farmen des Eisens war recht unspektakulär und auch relativ schnell erledigt. Allerdings sind da noch zwei Sachen passiert, mit denen ich absolut nicht gerechnet hatte. Zum einen hat ein Zombie eine Kartoffel gedroppt und auch wenn ich eigentlich schon genügend Essen hatte, hat es mich trotzdem gefreut. Die zweite Sache war allerdings nochmal deutlich besser. Ich habe einen Zombie...
Ich muss den erstmal einsperren. Ich komme hier gerade richtig durcheinander. Ich bin eigentlich nur auf der Suche nach Eisen. Wir haben aber einen von den zombifizierten Villager gefunden. Der Grund, warum ich so nervös war, ist, dass ich diesen zombifizierten Villager heilen kann und dadurch hatte ich die Chance auf meinen allerersten Villager. Ich habe den Villager dann erstmal eingebaut. Fragt mich bitte nicht, wieso. Ich glaube, es war reflexartig, weil ich ihn vor der Sonne schützen wollte. In einer Höhle. Naja, das, was als nächstes passiert ist, kommt jetzt in einer kurzen Zusammenfassung. Sobald ich genügend Eisen zusammen hatte, habe ich den zombifizierten Villager nach oben gelockt. Dort habe ich ihn dann in meiner alten Basis zwischengeparkt. Ich habe dann erstmal das Eisen genutzt, um mir einen Amboss zu machen und ihn direkt benutzt, um meine zwei Bögen zu kombinieren. Kostet nur 10 Level? Nehmen wir. Jetzt wollte ich unbedingt noch den zombifizierten Villager heilen und dafür habe ich eine Weakness Potion und einen goldenen Apfel gebraucht. Der goldene Apfel ist hier nicht das Problem, sondern eher der Braustand. Um den Braustand befeuern zu können, habe ich noch mehr Blaze Rods benötigt. Also bin ich in den Nether zurück zur Festung, um Blaze Rods zu farmen. Dank meines Looting 2 Schwerts hat das auch echt gut geklappt, bis mir ein kleines Missgeschick passiert ist. Ich fange auch an, die Orientierung zu verlieren. Ui. Ups. Oh Gott, ich habe den ich habe ihn angegriffen. Die sind richtig mad. Ich muss hier erstmal die töten. Sobald das Problem behoben war, konnte ich zurück in die Overworld. Ich hatte jetzt nicht nur genügend Blaze Rods für das End, ich hatte sogar auch noch was über, um meinen Braustand zu befeuern. Dort habe ich mir dann einen Weakness-Trank hergestellt und ich konnte mich endlich um den zombifizierten Villager kümmern. Ich hoffe, dass es funktioniert, aber es müsste eigentlich. Jetzt dauert's kurz. Wir haben einen Villager. Genau genommen bringt uns einer gar nicht so viel, weil wir nicht vermehren können. Aber es ist so stark. Bis ich dich sicher vermehren kann, kriegst du ein neues Zuhause mit Job und Bett. Und wir lassen ihn jetzt hier unten, weil er hier einfach sicher ist. Hier spawnen hoffentlich keine Zombies. Eigentlich wollte ich immer noch den Enderdrachen besiegen. Und da ich jetzt einen OP-Bogen und genügend Blaze Rods hatte, fehlte es mir nur noch an Enderperlen. Und der Plan war hier eigentlich recht einfach. Ich musste nur in den Nether einen Warp Forest finden, um dort Endermänner zu farmen. Als ich aber gerade so 5 Schritte im Nether gemacht hatte, ist mir mal wieder etwas Dummes passiert. Hier ist ganz schön viel los. Und das Problem ist, dass ich bisher noch keinen Warp Forest gefunden habe. Oh oh. Habe ich den zombifizierten Piglin dahinter getroffen? Sieht ganz so aus. Ich stecke hier gerade irgendwie ein bisschen fest. Das könnte ganz kurz dauern. Ich glaube, das waren alle. Nice. Nachdem ich alle Zeugen beseitigt hatte, konnte ich mich wieder frei im Nether bewegen. Also habe ich mich wieder auf die Suche nach einem Warp Forest gemacht und irgendwie hat mir hier das Glück gefehlt. Es hat wirklich eine Weile gedauert, bis ich so einen Warp Forest gefunden hatte, um die fehlenden Enderperlen zu farmen. Und ich war so unfassbar froh, dass ich Looting 2 auf dem Schwert hatte, denn dadurch war das Farmen relativ schnell erledigt. Auf dem Weg zurück bin ich dann sogar noch an einer Bastion vorbeigekommen und ich dachte mir, hey, was gibt's schon zu verlieren, außer meine ganze Welt und deswegen habe ich mich entschieden, die Bastion zu erkundigen. Nice. Es wäre echt. Ups. Es wäre stark, wenn wir hier irgendwie Netherite Upgrade Kit finden würden. Ein bisschen Gold nehmen wir auf jeden Fall mit. Da ist echt einiges los. Ich glaube, ich baue mich mal schnell hier rein, bevor ich rübergehe. Ich kenne mich in der Bastion gar nicht so gut aus. Irgendwie finde ich hier keine Kisten. Es wirkt mir auch alles ein bisschen zu verwinkelt. Ich glaube, ich probiere mein Glück auf der anderen Seite. Ein Netherite Upgrade Kit und sogar noch antiker Schrott. Nice. Richtig gut. Eigentlich habe ich jetzt schon das, was ich haben wollte, weil ich es vermehren kann. Das heißt, ich kann es so oft verwenden, wie ich möchte. Jawohl, nochmal antiker Schrott. Das ist richtig, richtig gut. Das Gold nehmen wir auch noch mit.
Weiß leider nicht genau, wo hier noch Kisten sind. Da ich aber alles schon hab, düse ich einfach wieder weg. Ich hatte nicht gedacht, dass ich in den 100 Tagen dieser Serie an ein Netherite-Upgrade-Template komme, weswegen ich eigentlich mit meiner Diamantrüstung zufrieden war. Da wir jetzt aber zufällig das Template gefunden hatten, wollte ich unbedingt eine Netherite-Rüstung und das hat bedeutet, dass wir Netherite farmen mussten. Das hat super lange gedauert und war gleichzeitig auch furchtbar langweilig. Ich habe mich dafür auf Höhe 15 gegraben und zu Beginn noch mit TNT gearbeitet. Als das aufgebraucht war, habe ich mich dazu entschieden, einfach Strip-Mining zu betreiben. Ich war von Tag 81 bis 84 nur am Netherite farmen und konnte dabei immerhin 14 antiken Schrott finden. Zusammen mit den zwei Blöcken aus der Bastion war das genügend, um die gesamte Rüstung auf Netherite abzugraden. Ich hätte zwar noch gerne ein Schwert gehabt, aber ich habe es nicht mehr ausgehalten zu Strip-Minen. Oh, ich habe genügend. Ich glaube, das reicht. Oben haben wir 11. Hier haben wir nochmal 5. Insgesamt 16. Das reicht für unsere ganze Rüstung. Oh je, und schaut euch das mal an. Das ist jetzt nur ein Bereich mit lauter Gängen. Hat ein Weilchen gedauert. Seit der 1.20 gibt es aber das Netherite Upgrade Template und das kann man nur einmal für ein einziges Rüstungsteil benutzen. In der Bastion habe ich nur eins gefunden und das heißt, wir mussten es vermehren. Und glücklicherweise funktioniert das. Allerdings braucht man dafür relativ viel Diamanten. Also bin ich noch schnell in die Höhle zum Strip-Minen gegangen und habe da ein paar Diamanten besorgt. An Tag 87 war es dann soweit und ich konnte meine Rüstung endlich auf Full Netherite upgraden. Jetzt habe ich genügend Diamanten, um das Netherite Upgrade Kit insgesamt 5-mal zu besitzen. 4-mal verbrauchen wir gleich und einmal hebe ich mir auf, falls ich irgendwann nochmal was mit Netherite machen möchte. Mache schnell noch die Ingots und dann kann ich meine Teile alle einzeln upgraden. Und wir sind Full Netherite. Endlich. Richtig cool. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das in dieser Serie schaffen. Das heißt jetzt aber auch, wir sind quasi startklar, um uns auf die Suche nach dem End zu machen. Eine Sache musste ich dann aber noch machen, die uns unwahrscheinlich helfen wird, wenn wir gegen den Enderdrachen kämpfen werden. Ich würde sagen, schaut es euch einfach an. Und dann schauen wir uns jetzt mal an. Ich find's gut. Ich find's richtig gut. Naja, ich hätte immer noch gerne ein Netherite-Schwert, aber man kann ja nicht alles haben. Gut, und dann werfen wir die erste Perle. Ich bin gespannt. Ich sag, es geht in diese Richtung. Na, falsch. Und jetzt geht's wirklich los. Den Enderdrachen zu besiegen. Tschüss, Insel. Und so habe ich mich in meinem Boot auf die Reise Richtung Endfestung gemacht und bin erstmal ewig durchs Wasser gefahren. Irgendwann aber habe ich dann Festland gefunden. Falls du dich fragst, wie der Rest der Welt aussieht, ist es eigentlich relativ einfach erklärt. Unsere Insel befindet sich in einem riesigen Ozean, umgeben von Wasser. Sobald man aber rauszoomt, merken wir, dass links, rechts, oben und unten doch Festland erscheint. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum ich während der Aufnahme nicht einfach die Ressourcen vom Festland benutzt habe. Und kurz gesagt, das wollte ich einfach nicht. Die Challenge bestand ja darin, auf der Insel zu überleben. Darf also nur das nutzen, was auf unserer Insel zu finden ist, was man im Wasser finden kann oder in den anderen Dimensionen, wie zum Beispiel den Nether, im Untergrund oder ähnliches. Heißt jetzt aber auch, alles, was ich während der Reise zu der Endfestung finde, darf ich nicht mitnehmen. Jetzt betreten wir zum ersten Mal Festland. Fühlt sich gut an. Nice. Ich glaube, es geht in die Richtung. Ja, also geht's weiter. Der weitere Weg war dann noch etwas holprig, weil es leider Nacht war, aber irgendwann habe ich ein Dorf gefunden, wo die Enderperlen mich nach unten geschickt haben. Und dort habe ich mich dann einfach nach unten gebaut und so konnte ich relativ schnell die Endfestung finden. Ich habe dann auch noch etwas gebraucht, den Portalraum zu finden, aber auch dieses Problem war irgendwann gelöst und wir konnten endlich ins End. Fühlt sich immer wieder gut an. Wir versuchen an Tag 90 das Spiel durchzuspielen. Das End sieht einfach immer wieder gut aus. Wir sind da. Wow, sieht es gut aus. Ich könnte euch jetzt hier erzählen, wie kompliziert und schwer alles war, gegen den Enderdrachen zu kämpfen. Aber um ehrlich zu sein, dank meiner Netherite-Rüstung und meinem OP-Bogen war der Kampf eigentlich gar nicht so spannend und eigentlich auch gar nicht schwer. Mein größter Gegner war ich selbst mit meinem Aim, weil ich hier und da dann doch schon mal ganz ordentlich vorbeigeschossen habe. Insgesamt hat es nicht wirklich lange gedauert und dann war der Enderdrache besiegt und wir haben Minecraft durchgespielt. Wir haben Minecraft durchgespielt. Spielt, obwohl wir nur auf einer Insel gestartet sind. Richtig gut und her mit dem leckeren Level. Schauen wir mal, ob wir uns das... Ah, das Ei ist runtergefallen. Okay, wir brauchen hier eigentlich nichts mehr, deswegen tschüssi. Ah, dich habe ich gar nicht gesehen. Ich
pack das einmal hier in die Kiste. Okay, ich bin zurück. Ich habe mir auch gleich noch ein paar Gedanken gemacht zu den Sachen, die ich auf dem Festland gefunden habe. Zum Beispiel habe ich mir Schnee mitgenommen. Ich würde aber sagen, das erlaube ich nicht. Sachen, die vom Festland kommen, sind für mich tabu. Sonst könnte ich mir ja dort auch einfach Villager mitnehmen. Aber das wollen wir nicht, deswegen habe ich da quasi alles weggeworfen, was jetzt vom Festland kam. Ich hätte gern Bambus. Unwahrscheinlich gern, weil ich glaube, dass das sehr gut aussehen würde, wenn hier so vereinzelt Bambus wächst. Bambus kriege ich auch glücklicherweise aus Shipwrecks. Ich hatte bis jetzt aber gar kein Glück. Ich schaue jetzt trotzdem nochmal weiter. Also habe ich mich am Tag 91 auf den Weg gemacht, um Bambus zu finden. Zunächst hatte ich hier ziemlich Pech und ich konnte kein einziges Bambus finden, aber am Ende hat sich meine Geduld ausgezahlt und ich konnte endlich ein Stück Bambus in einer Kiste in einem Shipwreck finden. In den letzten 9 Tagen wollte ich insgesamt noch 3 Sachen erledigen. Zum einen wollte ich eine Bambusfarm bauen und etwas Bambus platzieren, um die Insel schöner zu machen. Zum anderen wollte ich die gefundene Kartoffel anpflanzen und noch eine kleine Kartoffelfarm bauen. Und das dritte und letzte, was wir in diesen 100 Tagen machen werden, ist jetzt noch eine kleine Überraschung und werdet ihr später sehen. Wir fangen mit der Bambusfarm an. Let's go. Zunächst habe ich die Bambusfarm gegenüber von unserer Zuckerrohrform gebaut und habe dabei den gleichen Stil beibehalten. Als ich dann aber fertig war, hat mir das Ganze allerdings nicht so gut gefallen. Es gefällt mir nicht. Das habe ich gar nicht bedacht. Wenn ich von der Seite komme, sieht es einfach schrecklich aus, weil ich dann quasi das hintere der Farm sehe. Das muss ich umbauen. Ich habe mich letztendlich dazu entschieden, eine neue Plattform für die Bambusfarm zu bauen, ungefähr in der Ecke, wo auch die Zuckerrohrfarm ist. Nur ist es dieses Mal so, dass die Farm zu uns zeigt und wir den schönen Teil sehen und nicht ständig den Rücken anschauen müssen. Den Stil habe ich absolut wieder gleich beibehalten und ich muss sagen, das Ergebnis gefällt mir richtig, richtig gut. Und das Beste an der ganzen Sache ist, dass wir jetzt unendlich viel Bambus haben. Nice. Die Farm ist fertig. Sie ist jetzt optisch nicht ganz so schön, finde ich, wie hier drüben. Es gibt ein paar Änderungen. Die ist nämlich 1 breiter als hier, damit der Bambus nach vorne runterfallen kann und dann hier in der Kiste landet. Deswegen steht zum Beispiel das Glas hier etwas vor, aber sie erfüllt den Zweck und das ist das Wichtige. Muss ich hier kurz noch die Plattform fertig machen. So, und die Plattform ist fertig und sie funktioniert auch, die Farm. Wunderbar, das freut mich. Den Bambus aus der Farm habe ich dann auch direkt auf der Insel platziert, damit dieser wachsen kann. Und weil ich gerade noch einen Moment Zeit hatte, habe ich unserer Insel einen Namen gegeben und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr ihn findet. Man befindet sich auf der Schildkröteninsel, weil es hier ganz natürlich Schildkröten gibt. Es war jetzt aber Zeit für unser nächstes To-Do und das war die Kartoffelfarm. Wobei hier das Wort Farm wieder ein bisschen übertrieben ist. Ich wollte einfach ein weiteres Feld anbauen, wo wir Kartoffeln züchten können. Dieses Feld sieht genau gleich aus wie die anderen beiden und war auch relativ schnell gebaut. Das Kartoffelfeld ist auch fast fertig. Ich habe meine aktuellen Kartoffeln vermehrt mit Knochenmehl, damit es ein bisschen schneller geht. Das heißt, das ist jetzt auch fertig. Ich finde es richtig cool. Wir haben jetzt also ein Feld für Karotten, für Kartoffeln und für Weizen und sollten definitiv nicht mehr hungern müssen. Nice. Ja, und ich bin nicht so ganz überzeugt, glaube ich, von dem Bambus. Bin mir da noch nicht ganz sicher. Ich glaube aber, ich lasse den jetzt erstmal stehen. Es ist jetzt Tag 97 und es gibt eben noch eine Sache, die ich machen möchte. Und zwar möchte ich hier vor das Lagerhaus ein Schiff bauen, das so ein bisschen als Art Handelsschiff gedacht ist, um der ganzen Insel einfach noch ein bisschen mehr Leben zu geben. Und dann ging es direkt los und ich habe erstmal damit angefangen, einen groben Grundriss auszulegen und dann begonnen, den unteren Teil des Bootes zu bauen. Von den Materialien sind wir hier immer noch ein bisschen eingeschränkt, weil ihr quasi nur helles Holz zur Verfügung haben. Allerdings habe ich einfach versucht, das Beste draus zu machen. Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin nicht so kreativ, dass ich aus dem Kopf raus hier ein Schiff hinzaubern könnte. Ich habe eine Vorlage, aber ich habe halt ganz andere Materialien zur Verfügung. Das heißt, am Ende könnte es ein bisschen wild werden. Boot eigentlich schon fertig, also das Grundgerüst. Nice. Ich bin zufrieden. Es ist kein fancy Bild, aber es passt hier gut in die Map, finde ich. Ich füge jetzt noch ein paar Details hinzu und dann sieht es, glaube ich, noch mal ein bisschen lebhafter aus. Und das habe ich gemacht, indem ich einfach so Sachen wie eine Kiste, einen Crafting Table und ein paar Öfen platziert habe. Und natürlich durften auch ein paar Fässer nicht fehlen. Zusätzlich dazu habe ich noch so eine Art Kamin gebaut, wo ich oben dann noch ein Lagerfeuer platziert habe, damit auch wirklich Rauch rauskommt. Um dann noch etwas anzugeben, habe ich dem Boot noch einen Goldblock spendiert.
dir. Es war mittlerweile Tag 99 und das Boot war fertig. Und ich muss sagen, ich war echt zufrieden. Es war jetzt also der letzte Tag in meiner Minecraft-Welt angebrochen und es gab auch nur noch eine Klitzekleinigkeit, die mich auf der Insel gestört hat. Der obere Bereich der Mobfarm ist nur zum Teil mit Laub bedeckt. Denn damals beim Bau der Mobfarm habe ich einfach nicht gedacht, dass sich irgendjemand das von oben anschauen wird. Aber da wir jetzt noch Zeit übrig hatten, konnte ich das noch schnell erledigen. Ich habe also den oberen Bereich der Mobfarm komplett mit Laub bedeckt und zudem noch einen Blitzableiter aufgestellt. Man kann ja nie wissen. Und dann aber war es soweit. Tag 100 ist angebrochen. Und die Sonne ist aufgegangen. Wir sind bei Tag 100 angekommen und damit ist die Challenge quasi fertig. Gerade ganz passend, dass wir von hier oben auf unsere Insel runterschauen, weil ich schon ein bisschen stolz bin. Ich habe versucht, in den 100 Tagen natürlich zu überleben und den Enderdrachen zu besiegen. Aber natürlich wollte ich hier auch was Schönes bauen und vor allem wollte ich mich gut equippen. Und ich finde, das haben wir auf jeden Fall geschafft. Wenn man bedenkt, dass man hier nicht alle Ressourcen zur Verfügung hat, bin ich echt ein bisschen stolz. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das fandet. Und falls ihr euch fragt, wie es jetzt mit dieser Insel weitergeht, kann ich das auch beantworten. Also an und für sich, finde ich, bietet die Insel super viel Potenzial, um hier weiterzubauen. Wir haben hier immer noch einen Villager und sobald wir einen zweiten haben, sind wir nochmal ganz anders unterwegs, weil wir dann traden können. Wir können eine Villager-Farm bauen, wir können eine Iron-Farm bauen. Also dann geht es erst eigentlich so richtig los. Aber es ist so, dass ich hier jetzt erstmal pausiere und auch gar nicht weiß, ob ich weitermache. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ihr könnt auch gerne schreiben, was ihr anders gemacht hättet oder was euch besonders gut gefallen hat. Und dann war's das von 100 Tage Minecraft Hardcore auf einer verlassenen Insel, die jetzt gar nicht mehr so verlassen ist. Über ein Abo würde ich mich riesig freuen. Like gerne das Video, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao.